Fischern aus. Irgendwie erinnert es mich an etwas. Na egal. Ein weiterer Verstoßener. Da hinten kannst du dir einen Platz zum Schlafen suchen. Und was die Nahrung angeht, naja, du hast ja genug Zeit zu lernen, wie man sich selbst versorgt. Dieser Platz bietet genug Schutz, sodass du die nächsten Tage am Leben bleibst. Jetzt mach es dir erst einmal bequem und brat dir ein Stück Fleisch. Es ist zwar kaum noch was da, aber das hier kann ich noch entbehren. Was genau ist dir widerfahren? Tja, wo fange ich an? Sagen wir einfach, dieses verfluchte Gesetz der Berserker hat mich meiner Existenz beraubt. Ich wurde des Diebstahls bezichtigt und ohne viel Federlesens abgeurteilt. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Dir scheint es ja ähnlich ergangen zu sein. Falsch. Ich wurde nicht verbannt. Nicht? Aber warum bist du dann hier? Selbst der Tod schiebt dich hier nur auf die lange Bank, aber vergiss dich nicht. Kein vernünftiger Mensch wagt sich freiwillig hierher. Dann bin ich wohl kein Mensch. Ein freier Mann und ein Spaßvogel. So einen wie dich trifft man wirklich nur selten. Wenn du unzufrieden bist, ändere was daran. Ich kann nicht. Ich sitze hier fest. Selbst wenn ich mich wieder zurück nach Goliath kämpfe, ändert das nichts an dem Urteil. Und wer sich gegen das Urteil stellt, den erwartet der Scharfrichter. Töte den Richter, das sollte reichen. Du scherzt wohl. Einen Warlord töten, das macht ja alles nur noch schlimmer. Außerdem ändert das nichts an dem Urteil. Erst wenn das Urteil wieder aufgehoben wird, kann ich zurück. Aber um das zu erreichen, muss meine Unschuld bewiesen werden. Das kann allerdings nur ein Außenstehender. Mir sind hier die Hände gebunden. Pack deine Sachen. Ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst. Du willst mir also helfen? Ich gebe zu, es klingt verlockend. Da du nicht zu den Verbannten zählst, kannst du nach Goliath aufbrechen. Allerdings gibt es ein Problem. Niemand wird dort an meine Unschuld glauben. Schon gar nicht Warlord Cormac. Er ist von meiner Schuld überzeugt. Reden hilft uns da nicht weiter. Dann denk nach. Das tue ich schon, nicht so ungeduldig. Da ich nicht weiß, wie die Lage in Goliath ist, brauchen wir jemanden, der sich vor Ort gut auskennt. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, dem die Gesetze nicht das Leben diktieren. Wer soll das sein? Kennst du Alric? Den Händler in Goliath? Ja. Such ihn in Goliath auf und bring in Erfahrung, ob er mir weiterhelfen kann. Er ist ein alter Freund und ein Schlitzohr. Ich bin mir sicher, er weiß Rat. Halt die Ohren steif. Jetzt nicht. Zu einfach.